Beim Trainingslager der Bundesliga-Handballerinnen aus Buxtehude standen die Vorzeichen schon vor der Anreise schlecht. Neben der am Knie operierten Diane Lamein, die erst gar nicht mitgereist war, fehlten Trainer Dirk Leun bei den Tests im dänischen Ringkøbing fast seine kompletten Leistungsträgerinnen. Bei einem Vorbereitungsturnier verletzten sich Randi Bülau, Stefanie Melbeck, Josephine Techert und Katja Langkeit. Hinzu kommt noch der Ausfall von Kapitänin Isabel Klein, die sich nach ihrem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining befindet. Somit mussten die anderen in die Bresche springen. Im ersten Test gab es noch einen Sieg gegen den dänischen Zweitligisten Ringkøbing. Im zweiten Test gegen das Spitzenteam aus Holstebro um Nationalspielerin Anne Lörper hielt das junge Team aus Buxtehude am Anfang noch gut mit und ließ die Däninnen mit nicht mehr als 4 Toren davonziehen. In der zweiten Hälfte ließen die Kräfte dann aber nach und am Ende gab es eine deutliche 40:29 Niederlage. Ja, das Trainingslager war eigentlich bisher so Hälfte, Hälfte. Wir haben leider sehr viele Verletzte und dadurch können wir mannschaftstaktisch jetzt nicht ganz so viel machen. Für die übrig geblieben ist natürlich schön, dass man individuell ein bisschen arbeiten kann. Ich denke, dafür, dass wir so dezimiert sind, sind die 2 Testspiele auch in Ordnung gelaufen. Also es ist wirklich hart. Wir müssen hier durchpowern mit noch 2 Trainingseinheiten vorher am Tag. Und deswegen denke ich, dass wir auch mit dem Anschlusskader 2 Spiele gemacht haben, die okay waren. Es ist klar, dass es natürlich für alle im Moment eine schwere Situation, eine schwierige Situation ist, aber man muss versuchen, daraus das Beste zu machen und sich auf die Spielerinnen zu konzentrieren, die jetzt zur Verfügung stehen. Das sind doch auch weitgehend Spielerinnen aus dem Perspektivkader. Die haben heute ein bisschen gezeigt bekommen, wo die Grenzen sind und dass es ein weiter Weg ist, um richtig gut Handball spielen zu können. Aber dafür machen wir dann auch solche Spiele. Der Gegner war sicherlich eine Nummer zu groß in der Konstellation. Aber das ist nicht schlimm, weil in der Vorbereitung zählen die Ergebnisse nicht so. Anders als geplant waren es also der Kraftraum und der Sportplatz, wo sich die Spielerinnen wiederfanden. Aber auch hier gab es ein abwechslungsreiches Programm. Während die einen im Außenbereich ihre Runden drehten, absolvierten einige unter strenger Beobachtung des Trainers Krafttraining. Das Trainerteam wurde extra für das Trainingslager mit 2 Physiotherapeuten aufgestockt, die mit den angeschlagenen Spielerinnen ein spezielles Programm durchliefen. Ja, gut, klar, wir haben im Moment wirklich viele Verletzte, eigentlich fast die ganzen ersten Stamm 6 der Feldspieler fallen aus. Ist natürlich auf der einen Seite schade, weil wir uns als Mannschaft nicht einspielen können, insbesondere weil wir eine neue Deckungsformation einstudieren wollten. Das Feld ist leider flach. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wir haben auch viele Junge dabei aus dem Perspektivkader, für die ist es natürlich eine super Chance, hier viele Einsatzzeiten zu kriegen, gegen eine dänische Spitzenmannschaft wie Holstebro zu spielen, auch lange zu spielen. Und ja, klar, ist natürlich schade, dass wir das eigentliche, ich sag mal, das eigentliche Ziel, auf das wir hinarbeiten wollten, hier im Trainingslager uns als Mannschaft zu finden und alles einzustudieren, hier leider nicht umsetzen können. Aber müssen das Beste draus machen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das ganze Verletzungspech in der Vorbereitung haben und dann in der Saison einfach verschont bleiben. Um auf andere Gedanken zu kommen, ging es mit dem kompletten Team zum Fußballgolf. In 3 Gruppen absolvierten die Spielerinnen den 18-Loch-Parcours mit einem Fußball. Nach den harten Tests, den Trainingseinheiten und der psychischen Belastung und Verletzungen war es für Trainer und Mannschaft ein willkommenes Event, um positive Energien für die anstehenden Aufgaben zu sammeln. Ja, ich denke, es läuft insofern nicht optimal, es läuft eher suboptimal, weil eben, ich glaube, die Physiotherapeuten ein Drittel der Mannschaft eigentlich nur behandeln muss und sich Reha-Übungen ausdenken muss. Also ich denke, für einen Trainer ist es nicht so zu wünschen, dass man eigentlich gerade die taktischen Dinge, die man verbessern wollte, nicht verbessern konnte. Mehr eben individuelles Training gemacht hat, auch den jungen Leuten mal gezeigt hat, wirklich 2-3 Mal am Tag hart zu trainieren. Also aus der Sicht war es nicht optimal. Nichtsdestotrotz sieht man, wir sind hier gerade auf dem Fußball-Minigolfplatz und haben jede Menge Spaß. Und das ist für eine Mannschaft auch immer wichtig. Man bringt die Arme zusammen, man macht sonst auch sehr viel zusammen. Und es bringt uns immer weiter, trotzdem so ein Trainingslager. Und ich denke, es war gut, dass wir hier waren.